Und das ist der Hauptgrund, warum Leute nicht auf Kompromiss, nicht dazu bereit sind, Kompromisse einzugehen. Und das führt sehr häufig zu Katastrophen in der Ehe, dass man nicht zu Kompromissen bereit ist. Warum ist man nicht zu Kompromissen bereit? Weil man dies als eine Schwäche sieht und Angst hat, einen Kompromiss einzugehen, weil man Angst hat, dadurch seine Autorität zu verlieren. Das ist sehr häufig, das ist mir so oft aufgefallen, dass jemand Angst hat, Kompromisse einzugehen, weil er denkt, dann verliert er die Autorität und er hat Angst, die Autorität zu verlieren, weil Autorität zu verlieren für ihn bedeutet, Schmerzen zu bekommen. Und wusst ihr, womit das viel zu tun hat? Mit der übermäßigen Gewalt bei der Kindererziehung. Du hast Eltern, die haben Autorität über dich und du kriegst andauernd von morgens bis abends Schläge. Automatisch im Hintergrund, und das ist leider etwas, was so häufig in den muslimischen Familien und in den muslimischen Ländern vorkommt. Er wird in der Schule geschlagen, er wird zu Hause geschlagen, er wird in die Moschee geschlagen, ja, vom Koranlehrer. Und dadurch entwickelt sich im Unterbewusstsein das Bewusstsein, das sind Leute, die Autorität über mich haben, deswegen können die mir Schmerzen zufügen. Also muss ich Autorität haben. Und er hat Angst, die Autorität zu verlieren, weil Autorität zu verlieren bedeutet für ihn im Unterbewusstsein, er ist sich dessen nicht bewusst, Schmerzen erleiden zu können. So, und für ihn ist es so, oder für sie, Kompromisse eingehen bedeutet Autorität zu verlieren. Autorität zu verlieren bedeutet Schmerzen. Also geht er keine Kompromisse ein und so kommt es andauernd zu irgendwelchen Katastrophen. Ist es eine Schwäche, Kompromisse einzugehen? Es ist keine Schwäche, einen Kompromiss einzugehen. Kompromisse einzugehen ist notwendig für das muslimische Leben. Was wollen wir in einer Ehe? Was wollen wir in einer Ehe? Wir wollen in einer Ehe, dass jeder maximal glücklich ist. Dass jeder maximal glücklich ist. Okay, was macht mich glücklich? Du willst die grüne Tapete, ich will die rote Tapete. Beispielsweise. Ja? So, was macht mich glücklich? Macht es eigentlich auch glücklich, wenn der Partner glücklich ist? Und ich habe schon die wildesten Sachen erlebt. Ich habe schon Sachen erlebt, wo es darum ging, dass ein Mann auf sein Recht beharrte, den Namen des Kindes auszuwählen. Wie viele Namen gibt es? Kann man da nicht irgendein Mittel wählen? Oder die Frau aber darauf beharrte, selber den Namen auszuwählen. Als wenn man nicht von hunderten Namen irgendeinen Namen finden, der beiden gefällt. Ja? So. Als Beispiel, als radikales Beispiel. Das ist Kommunikation. Kommunikation. Es ist keine Schwäche, Kompromisse einzugehen. Es ist Schwäche, faule Kompromisse einzugehen. Kompromisse einzugehen, weil ich gezwungen werde, den Kompromiss einzugehen. Ja? Aber nicht, weil ich einen Kompromiss eingehe, um vernünftig zu handeln und alle glücklich zu machen. Natürlich kann man immer Kompromisse eingehen, sollte man immer Kompromisse eingehen. Nein. Wo gehen wir keine Kompromisse ein? In der Religion. Der Prophet sagt, das, was halal ist, ist klar, das, was haram ist, ist klar. Und dazwischen gibt es mehrdeutige, die kennen viele der Menschen nicht. Was ist mit den Dingen, die halal und haram sind? Da gibt es keine Widerrede.